So, die nächste Frage der Online-Sprechstunde von Sagot Media blende ich kurz ein. Wie kann ich meine Kollegen motivieren, mit mir an einem Wiki zu arbeiten? Also diese Frage ist hier gemeint. Das ist halt relativ schwierig in einer kurzen Antwort darzustellen. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, die auch sehr stark von ihrer Unternehmensstruktur und auch der Art und Weise, wie das Wiki bisher im Unternehmen etabliert ist, abhängen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Frage ist ja sozusagen, wie kann ich meine Kollegen motivieren? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie politisch das System schon intern etabliert haben. Das heißt, dass sie also nicht das Problem haben, dass das Wiki gar nicht akzeptiert wird und die Leute sagen, wir brauchen das gar nicht und das soll überhaupt nicht benutzt werden, sondern ihr Problem besteht eher darin, sie haben das jetzt etabliert und die Geschäftsführung ist auch dafür und sie fragen sich jetzt, was kann ich denn tun, damit die Leute tatsächlich auch mit dem Wiki arbeiten? Also, wie kann ich meine Kollegen motivieren, mit mir an einem Wiki zu arbeiten? Und wir versuchen mal einfach bei ein paar Maßnahmen zu bleiben, die mir sinnvoll erscheinen. Eine Möglichkeit, die einfach ist, aber auch relativ billig, sind Merchandising-Artikel. Das heißt, sie schaffen einfach Aufmerksamkeit für das Thema. Die einfachste Form ist ein Kugelschreiber. Ja, sie nehmen einen Kugelschreiber und schreiben da drauf: Ich schreib's noch ins Wiki. Und dann geben sie den an ihre Mitarbeiter aus. Der Vorteil ist, ganz viel wird heute auf Papier aufgeschrieben, weil das einfach ist, weil das schnell ist, weil das eine hohe Verfügbarkeit hat, weil das non-invasive ist, also ich kann in einem Meeting mit Mitarbeitern, kann ich Notizen auf Papier machen, ohne die anderen dabei zu stören. Wenn ich die ganze Zeit mein Notebook habe, dann ist das so eine Barriere und das dauert lang und geht nicht so schnell, ich kann nichts malen, ich kann nichts durchstreichen und so weiter. Deswegen werden ganz viele handschriftliche Notizen gemacht und wenn ich jetzt also einen Kugelschreiber habe, auf dem steht, ich schreibe es noch ins Wiki, kommuniziert mir der Kugelschreiber immer wieder, ja, du schreibst die Sachen jetzt auf, weil das praktisch für dich ist. Aber später gehören die Sachen, die du hier gerade aufschreibst, in unser zentrales Wissensmanagementsystem, unser Wiki rein. Also das wäre sozusagen hier Kugelschreiber, Merchandising-Artikel. Das gleiche geht mit einem Blog. Da schreiben sie ja die Notizen drauf. Wem kann auch draufstehen, ich schreibe es noch ins Wiki. Eine gute Möglichkeit ist auch ein Aufsteller. Da können sie zum Beispiel sich selber fotografieren oder einen anderen Mitarbeiter, produzieren den dann lebensgroß und der hat dann so eine Sprechblase und die sagt, it's on the Wiki. Also ist steht im Wiki in Deutsch. Ja? Und auf diese Weise kommunizieren sie den Leuten, dass ganz viele Informationen in ihrem zentralen Wiki-System zu finden sind. Das ist vielleicht sogar noch ein bisschen eleganter, weil der Kugelschreiber mir sozusagen so eine Ideologie vorgibt, die ich vielleicht als Mitarbeiter gar nicht teile. Das kommt vielleicht schlecht an, während man gegen den Aufsteller eigentlich nichts sagen kann, weil der ja vor ihrer Tür oder in ihrem Zimmer stehen könnte. Ein weiteres Beispiel für eine Maßnahme, die Sie ergreifen könnten, wäre, Sie hängen den Zettel an Ihre Tür. Oder Sie stellen, in dem schreiben Sie halt, was das Wiki ist, was da drin steht und so weiter. Auch eine gute Möglichkeit mit der Tür ist, Sie machen Ihre Bürotür zu einer Art Pokal, einer Art Rangliste, einer Art Ausstellung für besondere Wiki-Leistungen. Und zwar, das können Sie vorher ankündigen, können Sie sagen, wer einen guten Wiki-Artikel schreibt, den ehre ich dadurch, dass ich dessen Name auf einen Post-it schreibe und das dann an meine Tür hänge. Und das ist dann sozusagen so eine Art Hall of Fame. Jetzt kann es sein, dass Sie an einem sehr verteilten Unternehmen arbeiten und keiner Ihre Tür wirklich sieht. Ja? Wenn Sie direkt am Eingang sind, dann brauchen Sie gar nichts weiter zu tun, dann hängen Sie es einfach auf und die Leute kommen vorbei, gucken sich das an und sehen, oh, der Müller hat ein tolles Wiki-Dokument geschrieben, toll. Warum sie das überhaupt machen, ist, weil die beste Möglichkeit, um Wiki-Aktivität zu befördern, ist Aufmerksamkeit. Das heißt, die Leute schreiben, um gelesen zu werden. Und wenn sie jetzt durch eine solche Aktivität Aufmerksamkeit auf bestimmte Dokumente richten, dann ist das halt genau das, wofür die Leute überhaupt diese Dokumente einstellen und eine sehr systemisch konsistente und sinnvolle Förderung. Sie sind jetzt also an einem verteilten Standort und keiner kommt an ihrer Tür vorbei. Dann machen Sie es trotzdem an Ihre Tür und machen immer ein Foto. Das heißt, Sie machen jetzt das Post-it an die Tür, schießen ein Foto von Ihrer Tür und stellen das ins Wiki ein.
Und dadurch rückt das ja dann wieder in die Änderungsliste nach oben und jeder kann immer im Wiki sehen, ah, mein Dokument wurde jetzt hier von dem Müller gefeatured und steht an der Tür. Obwohl die nie an ihrer Tür vorbeikommen und sie virtualisieren sozusagen einfach ihre Tür. Das ist eine relativ einfache Möglichkeit. Ja, es ist ein bisschen arbeitsaufwendig, aber es wirkt sehr gut. Das ist zumindest unsere Erfahrung. Und man muss natürlich dabei bleiben, muss es dann auch eine Weile lang machen, bis die Leute das verstanden haben. Der nächste oder eine weitere Maßnahme, die sie ergreifen können, ist, sie machen so eine Art Poster-Session. Ja, das heißt, sie erklären ihr Wiki, machen Schaubilder, wie funktioniert ein Wiki und stellen sich vor, sie wären auf einer Messe mit einer Poster-Session. Ja, also haben sie irgendwie so eine Wand und an dieser Wand haben sie dann irgendwelche Erklärungen, Inhalte. Vielleicht haben sie sogar noch ein Notebook dabei, auf dem ihr Wiki läuft, wo sie das zeigen können. Und was sie damit machen, sie nehmen das Poster, die Wand und das Notebook mit einem Tisch und stellen sich in ihren Unternehmenseingang. Ja, und im Unternehmenseingang stehen sie dann und sagen den Leuten, hey Freunde, am besten morgens zum Beispiel, wenn die kommen, haben die meisten Leute noch ein bisschen Zeit und sagen, hier, kannst du nicht mal 2 Minuten nehmen, ich würde dir gerne mal unser Wiki zeigen. Ja, ich würde dir gerne mal zeigen, was wir damit machen, was für Anwendungsfälle wir uns ausgedacht haben, wie das funktioniert. Da können wir uns mal kurz reinklicken. Dauert nur 2 Minuten. Sie müssen natürlich schauen, dass sie die Leute nicht eine halbe Stunde da festhalten, dann denken die bloß nicht mehr mit dem Müller sprechen oder mit dem Seibert sprechen, der textet mich immer zu. Aber wenn sie das einigermaßen freundlich und kurz halten, dann können Sie eine ganze Reihe von Leuten erreichen, die Sie einfach mit dem Wiki in Berührung bringen und die vielleicht die Ideen verstehen, die Anwendungsfälle, die Sie sich ausgedacht haben, merken und dann früher oder später auf das Wiki zurückkommen, um zu recherchieren und um auch beizutragen. Kurz gesagt, auf die Frage, wie kann ich meine Kollegen motivieren, mit mir in einem Wiki zusammenzuarbeiten, würde ich sagen, viel schwitzen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter verstehen, was Sie mit dem Wiki machen wollen und tragen Sie die Ergebnisse und die Ideen immer wieder zu den Mitarbeitern auf eine freundliche Art und Weise. Das ist ein langwieriger Prozess, aber sehr erfolgreich, sehr nachhaltig und funktioniert unserer Meinung nach sehr gut. Das waren jetzt nur ein paar Maßnahmen, die mir auf die Schnelle eingefallen sind. Wenn Sie weitere Maßnahmen mit uns besprechen wollen, Ideen brauchen, in der Umsetzung Unterstützung haben wollen, wir haben zum Beispiel für diese ganzen Sachen schon Layout-Vorlagen und ja, einfach sozusagen textlich inhaltliche Vorbereitungen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen können, dann sprechen Sie uns an, reden Sie mit uns, wir helfen Ihnen gerne dabei, Ihr Wiki in Ihrem Unternehmen noch erfolgreicher zu machen. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.